Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge des Fohlentagebuchs. Diesen Satz habe ich ja schon eine Weile nicht gesagt, aber wir haben mittlerweile Halbzeit, also was die Richtigkeit angeht. Und da dachte ich, es wird unbedingt wieder Zeit, eine Folge zu drehen. Wenn ich von Halbzeit spreche, dann gehe ich von 336 Tagen aus. Das ist ja so ungefähr das Mittel, genau festlegen kann man das natürlich nicht. Vielleicht hat Feli noch gar nicht Halbzeit und hat beschlossen, einfach noch mal ein bisschen länger zu brauchen. Vielleicht geht es aber auch deutlich schneller, also man weiß es nicht. Also sie geht auf das Ende des sechsten Monats zu und mittlerweile sind doch deutliche Veränderungen festzustellen. Also nicht nur äußerlich, sondern auch von dem ganzen Verhalten. Es hat sich einiges verändert und das möchte ich euch einfach heute mal ein bisschen erzählen. Ja, also einmal die äußerlichen Veränderungen. Sie hat jetzt eindeutig einen Bauch. Das ist für mich noch komplett ungewohnt. Also der Gurt geht nicht mehr so eng zu, wie es mal war. Ich habe beim Reiten das Gefühl, dass nicht viel zum Spagat fehlt. Das klingt jetzt alles ein bisschen übertrieben. Aber wenn man ein schlankes, sportliches Pferd gewöhnt ist, dann ist das echt sehr merkwürdig. Ja, dann haben wir gerade jetzt auch den Schmied die Hufeisen abnehmen lassen, weil sie die einfach nicht brauchen wird. Und ja, da weiß ich noch nicht, wie sie damit klarkommen wird. Als wir das letzte Mal versucht haben, sie barfuß gehen zu lassen, war das alles ein bisschen merkwürdig. Also wir müssen mal schauen, ob das funktioniert. Und ja, sie frisst für zwei. Also ich bin von ihr gar nicht so gewohnt, dass sie so gefräßig ist. Aber sie ist wirklich ununterbrochen am Essen. Das ist wirklich ungewohnt. Ja, und die äußerlichen Veränderungen, die waren ja klar, dass die kommen werden. Und das ist jetzt nach dem fünften, in der Mitte vom sechsten Monat, dass sie da auch wirklich deutlich sichtbar schwanger ist. Das war einfach, ja, das ist normal. Zu der Zeit sollte es losgehen, dass man was sieht. Und wenn ich richtig informiert bin, soll man ab dem sechsten Monat wohl auch, wenn man Glück hat, schon Bewegungen sehen können. Ich hatte das Glück noch nicht, aber ich hoffe, dass es bald soweit ist. Es ist irgendwie so aufregend. Ja, ein bisschen zu schaffen machen uns die, ja, Veränderungen von Felis Wesen. Die ist, ich möchte nicht sagen ängstlich geworden, aber sie ist einfach unheimlich vorsichtig in, ja, bei allem, was sie tut. Also sie war generell schon immer irgendwie ein vorsichtiges Pferd, aber jetzt ist es wirklich so teilweise, dass ich denke, auch Pferd. Gerade die Situation, die du kennst, da musst du nicht so extrem vorsichtig sein. Also, sie meinte es ja nur gut, es ist ja auch völlig richtig, dass sie das so macht. Aber es ist irgendwie teilweise ein bisschen, ja, es ist nicht mehr so hundertprozentig meine Feli. Versteht ihr das? Also es ist irgendwie ganz komisch, dass sie jetzt ja schon so deutlich anders ist. Ja, vor allem auch stur. Feli hat beschlossen, sie möchte nicht mehr mit Sporen geritten werden. Das habe ich eigentlich immer gemacht. Einfach aus dem Grund, dass ich sie ein bisschen kitzeln muss, damit sie auch wirklich so motiviert vorwärts läuft. Und jetzt war es aber zuletzt so, dass ich die Sporen gar nicht wirklich anlegen musste und sie hat sich schon so zusammengezogen und auf der Stelle getippelt und fand das alles gar nicht mehr so lustig. Deswegen habe ich gesagt, ach komm, weg mit den Sporen. Hab mir damit ein bisschen selbst das Bein gestellt, weil jetzt geht die gar nicht mehr vorwärts. Also ich musste echt ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, um mein Pferd überhaupt einigermaßen reiten zu können. Aber ich habe mir sagen lassen, ich soll auf keinen Fall aufhören, die braucht Bewegung. Deswegen ist das für uns beide jetzt eine unglaublich lustige Situation. Naja, ich hoffe, ich werde mich dran gewöhnen. Ich muss meine Anforderungen halt selbst langsam runterschrauben. Ja, es ist komisch. Ja, der arme Apahachi, der merkt auch, dass die Feli sich verändert. Der ist halt so, ja, Kind geblieben irgendwie, obwohl er inzwischen schon 8 ist. Der würde am liebsten mit der Feli spielen und die ganze Zeit bei ihr sein und die Feli sagt aber nö. Ich gehe dahin, du gehst dahin und wenn du kommst, dann gehe ich halt dahin, wo du herkommst. Also so in etwa. Sie möchte am liebsten gar nichts mehr mit dem zu tun haben. Und er ist eigentlich ja nur da, damit sie nicht alleine rumsteht auf der Weide. Ist für Apahachi ein bisschen blöd, glaube ich. Aber naja, das geht ja auch hoffentlich irgendwann wieder vorbei. Ja, vom Gestüt habe ich kürzlich auch wieder gehört. Die haben mir jetzt den Deckschein geschickt. Wie das genau damit funktionieren sollte, habe ich von Anfang an nicht so recht verstanden. Also dadurch, dass ich schon letztes Jahr die Feli eintragen lassen habe ins Hauptstutbuch, habe ich Anfang des Jahres schon den Deckschein bekommen. Und ja, den muss man halt irgendwie dem Hengsthalter geben, damit der das dann ausfüllt und
an den Zuchtverband schickt. So genau habe ich das nicht verstanden und es hat auch irgendwie nie jemand danach gefragt und ich war völlig verpeilt und habe das deswegen niemandem gegeben. Und jetzt kam aber der ausgefüllte Deckschein vom Gestüt und ich denke, die haben das auch zum Zuchtverband geschickt und ist also alles gut. Ja, Sinn und Zweck des Deckscheins ist, glaube ich, dass ja, es quasi Nachweis gibt, von welchem Hengst die Fehde gedeckt worden ist. So genau weiß ich nicht, wofür das wichtig ist. Bis zur nächsten Folge finde ich das vielleicht raus. Ja, das brauche ich dann wohl später, um das Fohlen auch eintragen zu lassen, damit es seine Papiere bekommt und alles. Also ich versuche das rauszufinden bis zum nächsten Mal. Dann noch, um die Frage zu klären, wie das Fohlen im Moment aussehen müsste. Also jetzt Mitte des sechsten Monats müsste es ungefähr 40 cm lang sein. So genau weiß ich das nicht. Und schon ja, so um die 3 Kilo wiegen. Also ist immer noch relativ klein, aber ich finde so ein 40 cm sind fast ein halber Meter. So die Länge, es ist doch schon mal was. Also kein Wunder, dass man da inzwischen was sieht. Das ist eigentlich alles, was ich dann heute schon mal erzählen wollte. Ich hoffe, bis zur nächsten Fohlentagebuchfolge müsst ihr nicht so lange warten. Und dann möchte ich auch ja, ganz gerne endlich planen, wann wieder regelmäßige Folgen kommen. Problem ist, ich habe noch nicht so die Idee für Themen. Wenn ihr unbedingt noch was wissen wollt rund um die Trächtigkeit und Geburt und alles so drum und dran, schreibt mir einfach, was ihr wissen wollt, dann kann ich vielleicht eine Folge draus machen. Das wäre wirklich sehr hilfreich. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Folge und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.